kann er auch Marschmusik trommeln. Hinterwäldler. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Reise ins All. Wir haben beim letzten Mal eine Einladung bekommen, nachdem wir unsere Unschuld bewiesen haben, und der wollen wir jetzt nachgehen. Diener des Wurst der Königfamilie dürfen unseren Tümpel immer betreten. Quack. Ich bin schon oft im Dschungel gewesen, aber so etwas Komisches wie euch habe ich bisher noch nie gesehen. Quack. Ihr seid selber ein bisschen komisch. Ich glaube, es sagt bei euch beiden. Patsch. So, also, was haben wir hier? Ihr dürft euch in unserem Tempel frei bewegen. Sucht ihr vielleicht etwas Bestimmtes? Unterkunft. Nehmt den Steg auf die östliche Plattform. Quack. Da findet ihr eine Hütte, wo ihr übernachten könnt, Fremdlinge. Und einen Laden? Ich verstehe nicht, Fremde. Ihr sucht was? Zeige uns einfach eine Einrichtung, die arbeitsteilig produzierte Wertgegenstände nach der Maßgabe von Angebot und Nachfrage auf Basis allgemein akzeptierter Rechnungsgrößen anbietet. Wir haben Fisch. Quack. Oje, die Ärmsten haben noch keine spezialisierte Wirtschaft erfunden. Das Streben nach des Geldes Glanz fehlt diesen Wilden hier noch ganz. Empfehle mich. So, das ist aber schön, wie die Kreatur ist immer schön reimt. Das finde ich irgendwie cool. Kann er auch Marschmusik trommeln? Hinterwäldler! Halt, die Hütte, der Krieger darf nur von denen betreten werden, die die große Prüfung abgelegt haben. Okay, tschüss. Und was haben wir hier? Warte, das ist Osten. Wir wollen erst nach Westen. Bevor wir übernachten. Ich habe schon von euch gehört. Einige sagen, ihr wärt vom Himmel gefallen. Aber das kann nicht sein. Ihr seht ganz anders aus als die anderen. Hä? Welche anderen denn? Weit, weit entfernt soll sich ein Turm aus ganz blankem, kalten Holz in den Himmel recken. Dort leben vielarmige Wesen, von denen der gesamte Dschungel angstvoll raunt. Man sagt, sie seien vom Himmel gekommen, den sie in großen Gefäßen bereisen. Ich habe noch keinen mit eigenen Augen gesehen. Sie sollen jenseits des Reviers der Schlangen hausen. Was erzählt man sich denn so von uns? Ach, das Mist ist geschwätzt. Ihr habt zwar weder Warzen noch Schwimmhäupter, aber so hässlich, wie alle sagen, seid ihr doch auch nicht. Das ist wohl die hiesige Art, einer Dame Komplimente zu machen. Empfehle mich! Dieser ständige Aufenthalt im Wasser, ich habe schon wieder dieses Reißen in den Gliedern, wenn ich doch nur etwas Löwenzahn hätte. Löwenzahn wirklich weggegen? Ja. Danke, damit lasse ich mich gleich beim Schamanen behandeln. Du hast 50 Erfahrung. Cool. Das heißt, hier ist der Schamane. Oh, ja, sieht so aus. Und einen Kessel haben wir da auch. Hier verspeisen die Wilden wohl unliebsame Gäste. Rede nicht so einen Unsinn, Liebling. Hier wird niemand gekocht. Dem stimme ich zu. Der Topf ist dafür viel zu klein. Mal nicht im Reim. Oh, Mist, hab ich gereimt. Upsi. So, Neue Dschungelgeister. Gewesen wie ihr sind mir bisher noch nie in meinen Träumen erschienen. Was seid ihr? Gestatten von Magwitz. Erlaube mir die Frage, was er hier treibt. Ich halte die Verbindung mit den Welt der Geister. Ich werfe einen Blick in den Abgrund der Zeit. Ich weiß von kommenden Dingen. Sie behaupten, in die Zukunft sehen zu können, mein Herr. Ist ja allerhand. Noch was? Außerdem brauche ich so manch nützliches Tränklein für den Stamm. Verlange Zukunftsblick. So, du und deine Gefährten seid ungewöhnlich. Ungewöhnlich genug, um mich zu interessieren. Also gut, ihr habt meine Neugier geweckt, dann lasst mal sehen, was die Geister preiszugeben bereit sind. Kommt da lang. Still nun. Ja, ja. Sag ich doch. Also, was haben wir da? Ihr Winde, ihr Nebel, ihr Lüfte, herbei. Erfüllt euren Pakt. Seid mit Eifer dabei. Fürchte ihr ganz üble Scharlatanerie? In einer Zeit, in der selbst Tote wieder auferstehen, ist mit allem zu rechnen, mein Herr.
Er muss es ja wissen. Empfangt mich, Geister, tragt mich hinfort, hin zum zeitenthobenen Ort. Wo sonst nur dunkle Winde wehen, lasst mich das Verborgene sehen. Hallo? Oh, wie meinen? Psst. Ihr müsst die Dunkelheit durchqueren, die euch von eurer Heimat trennt. Doch schlanke Glieder, die verheeren, mit Glut, die lodernd schaurig brennt. Zwei Wege winken in der Ferne, das Übel abzutun vielleicht. Und der Welt der Lerne, Verzicht wiegt niemals leicht. Seid mutig, tapfer und verwegen, auf welchem Pfade ihr auch reist, der eine mit dem Licht, der andere entgegen. Am Ende Gleiches doch verheißt. Kommt nun bald die Prophezeiung! Das war sie, Törichter. Die Geister haben gesprochen, nutzt das Wissen, wie ihr meint. Okay, also, wir werden irgendwann vor die Wahl gestellt, linker Weg, rechter Weg sozusagen, und egal welchen wir nehmen, wir kommen auf unterschiedlichen Wege am selben Ziel an. Das ist gut zu wissen. Weg, 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 an den Kesseln habt ihr nichts verloren. Riecher Schnaps! Schnaps, bist du sicher? Was frage ich überhaupt? Auf dem Gebiet bist du ein unumstrittener Experte. Mein Zauberwäschchen weiß mir großen Einfluss zu verschaffen. Das kann ich mir denken. Ja, durchaus. Und da haben wir noch Knoblauchzehen? Der hat wohl Angst vor Vampiren. Aber na gut. Alles klar. Fisch. Oh, da wäre jetzt Happy ganz happy. Hehe. Die Tümpeldämpfe sind heute wieder besonders schlimm. So trocknet der Fisch ja nie. Und zu einem Überfluss ist mir noch ein Beutel Klammern in den Tümpel gefallen. Schlimmer noch, erst spurlos verschwunden. Komisch, was? Klammern, hm? Oh. Oh. Ach, da komme ich nicht dran. Jetzt bitte sag mir, dass das nach links geht. Okay. Jetzt muss ich überlegen. Da hinter dem Dingens ist auch nochmal so ein Teil. Wenn ich den hier reinschiebe, kann ich es vergessen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Den kriege ich dann immer raus. Den hier rüber, den hier rüber, den hier rüber und dann... Du findest eine Pfeife und Pfeifenkraut. Haben wir es auch schon. Sehr schön. Gut. Okay. Okay. Irgendjemand will wahrscheinlich noch eine Pfeife. Hey, du. Ich schütze den Leich mit meinem Leben. Ach, da drin. Ja, jetzt sehe ich's. Oh, das ist ja knuffig. Ah, das ist ja cool. Oh, schaut sie euch an, die Kleinen. Oh. Gestanden von Magwitz. Erschreckt mir meine Quapplinge nicht. Quapplinge? Ich bin die Hüterin unseres Leiches. Vor kurzem sind die Quapplinge geschlüpft und nun unterweise ich sie in den wichtigsten Lektionen. Lektionen? Was lernen die Kleinen denn? Gebt acht, Fremde. Quapplinge, nehmt Aufstellung. Tanzt den Quapplingstanz, meine Kleinen. Hey! Hey, hey, de bitte 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 o. Di 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 di. Hey, de 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 de. Hey, de bitte bitte o. Da bitte bitte de de o. Di le hey dem. Di le hey dem de de de. Hey, 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 di hey. Yeah. Ja, cool. Gut gemacht, meine Quapplinge. Goldig. Exerzieren ja beinahe so gut wie meine Grenadiere. Ja, okay. Das war auf jeden Fall schon knuffig. Fisch. 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 Noch mehr Fisch. Und... Ey! Hallo? Du gehst jetzt da runter? Da bin ich da runter.
Aber irgendwie müssen wir runterkommen können, weil sonst wäre das nicht da. Lass mich durch. Danke. Aber hier dürfen wir rein. Okay, cool. Ach, der ewige Wachdienst. Wenn ich doch nur ein Pfeifchen rauchen könnte. Aber die liegt zu Hause und bei dem Gewühl, das meine Frau gerade veranstaltet, komme ich da nicht heran. Könnt ihr vielleicht meine Pfeife und etwas Kraut holen? Ich wohne gleich im Nordwesten. Bringe Pfeife und Rauchenkraut. Ihr habt das wirklich aus dem Chaos ziehen können? Und ich hatte es schon verloren gegeben und mir bei meinem Kameraden Rauchwerk beschafft. Wisst ihr was? Behaltet die Pfeife. Ich brauche keine zweite. Und ihr habt euch einen hübschen Lohn verdient für eure Mühe. Firma dankt. Du hältst eine Pfeife. Hinweis: Der Professor weiß eine gute Pfeife zu schätzen. Solange er Rauchkraut hat, kann er die Pfeife benutzen, um ein Fünftel seiner HP und MP aufzufüllen. Ah, danke. So, die majestätische Aura der Warzen des Häuptlings. So muss ein Herrscher aussehen. Okay. Stört unser Häuptling nicht während seiner Gelage? Okay. Gelage. Ja, das stimmt. Was die Hütte des Häuptlings ist, das imposanteste Bauwerk des gesamten Dschungels. Ja. Okay. Was fällt euch ein? Nehmt eure komisch geformten Hände vom königlichen Schätzchen, ne? Okay, dann halt nicht. Verzeihung. Könnt ihr es wagen, mich bei meinem Gelage zu stören? Vater, du empfängst diese Fremdlinge während deines traditionellen Gelages. Sie mögen ja die sterblichen Überreste Prinz Kimos gefunden haben, aber deswegen muss man noch lange. Denen da verdanke ich die Gewissheit über den Verbleib meines geliebten Sohns. Tretet heran. Bei meinen Warzen, ihr habt die Leiche meines Erstgeborenen unseren ärgsten Feinden entrissen. Und jeder Feind der heimtückischen Schlangen ist mein Freund. Sagt, was kann ich für euch tun? Nehme etwas Aalgeräuch und. Morast und Tümpeldreck, wie kann man nur so barbarisch sein, den frischen Fisch nicht roh zu essen? Ihr Dschungelkreaturen seid schon merkwürdig. Gibt es sonst nichts, das ihr euch wünscht? Brauche Passage in die Zivilisation. Wohin? Wovon redest du? Lassen Sie mich einmal, lieber Leutnant. Also, brauchen Weg. Wichtig, wichtig. Müssen liebe Lurke verlassen. Schade, schade, aber unerlässlich. Da haben vielleicht Handelsstationen von Weisemann Mann gesehen. Wo sein? Handelsstationen, sagen bitte. Herr Professor, sprechen ein ganz vorzügliches Eingeborisch. Große Algenkrütze, ist euer kleiner Kumpan etwas zurückgeblieben? Zurückgeblieben? Ich? Na, das ist doch. Du ruhig sein, ruhig. Fein Mund zulassen. Dann du vielleicht auch süße Leckerei bekommen. Na bitte, ich scheine seine Sprache gefunden zu haben. Aber ich weiß noch immer noch nicht, was ihr wollt. Wir möchten einfach nur Afrika so schnell wie irgend möglich verlassen und nach Hause gelangen. Afrika? Sie nennen es sicherlich anders. Lurchiland womöglich. Aber schämen Sie sich Ihres Unwissens nicht. Auch wir hatten ja keine Vorstellung von der Präsenz einer faszinierenden Art wie der Ihren. Und das, obgleich wir nur einige tausend Meilen auseinandersiedeln. Jetzt begreife ich. Ihr seid verwirrte Raumreisende. Wie bitte? Ruhig sein, kleines Männlein. Wir müssen still bleiben, sonst nichts zu naschen. Ach, hören Sie schon auf, was sagten Sie da über verwirrte Raumreisende? Ihr seid offensichtlich aus einem der Himmelsgefäße gefallen und wisst nicht, wo ihr gelandet seid. Seit die Vielarmigen gekommen sind, mussten wir erfahren, dass da noch andere Welten sind. Wollen Sie etwa andeuten, wir sind gar nicht auf der Erde? Hä, wie meinen? Aber ja, es fügt sich alles zusammen. Oh, was für eine Eselei. Professor? Darum haben die Vorräte auf unserem Flug nicht ausgereicht. Wir sind weiter geflogen als geplant. Unangenehme Sache. Wo sind wir nun? Oh ja, und die Sonne? Die Sonne! Bei all der Hitze und den Dämpfen habe ich gar nicht darauf geachtet, aber nun ist es klar. Sie ist viel größer am Himmel, als es schicklich wäre. Und doch muss es genauso sein. Denn die Venus ist ja noch näher an der Sonne als die Erde. Ja, Venus, wo? Zu ihren Füßen, lieber Freund. Sie stehen genau darauf. Ach, belehrt von meinem Frosch über Astronomie. So ein schöner Gelehrter bin ich also, wirklich. Ich sagte doch schon, dass das Männlein etwas zurückgeblieben ist. Wer sagt uns,
dass sie nicht mit den Vielarmigen unter einer Decke stecken. Will er mir Fraternisierungsgelüste unterstellen, Kerl? Wunder mich selber, dass ich dieses Wort überhaupt kenne. Lass die Fremdlinge in Ruhe, Nixos. Sie haben mir einen großen Dienst erwiesen. Aber Vater, wir können doch wegen ein paar dahergelaufener Fremder nicht unsere Grundsätze... Schweigt, Zweitgeborener! Mein Rat ist hier offensichtlich nicht mehr erwünscht. Also gut, aber du machst einen Fehler. Ach, Nixos, die Zweiten haben sich geändert und viele Bräuche gelten nicht mehr. Doch in einem hat mein Sohn recht. Es gibt Grundsätze, die noch immer Bestand haben. Wer unsere Hilfe verlangt, muss unser unbedingtes Vertrauen genießen. Aber wir haben ihn doch schon ihren verblichenen Sohn wieder beschafft, Herr Häuptling. Und das hat euch auch den Weg in diese Halle geöffnet. Aber die Hilfe, die ihr fordert, birgt Gefahr für meinen Stamm. Und darum frag ich euch nun. Ja, das ist wichtig. Ihr müsst jetzt gut aufpassen. Seid ihr bereit, mir zuvor einen riskanten Dienst zu erweisen? Zu Befehl, Eure Majestät! Deine Obrigkeits... Hörigkeit ist manchmal beängstigend, Schatz. Hört, vor langer Zeit entdeckten unsere Vorfahren den Tümpel, um die Götter gnädig zu stimmen. Opferte mein Vorfahr den Edelstein seines Ringes. Man sagt, der Stein sei in eine Muschel gefallen. Sie umschloss ihn und ließ ihn wachsen. Ja, wir glauben im selben Maße wie unser Stamm gedeiht, wuchs auch der Stein im Inneren der Muschel zu einer herrlichen Perle heran. Ein Symbol unserer Kraft und Größe. Bringt mir die Perle des Sees. Dann finde ich Wege, euch euren Wunsch zu erfüllen. Gibt es denn irgendwelche Hinweise? Nun, ihr müsstet natürlich die Muschel finden, in der die Perle bewahrt wird. Die Muschel soll groß sein, sehr groß. Und man sagt, sie befände sich an der tiefsten Stelle mitten im See. Aber sie werden doch bemerkt haben, dass wir keine Lurche sind. Wie sollen wir da hingelangen? Seht es als eine Prüfung an. Das nenne ich große Hilfe. Eine Geschichte voller Poesie. Sie ist mehr als eine der schönsten Legenden meines Volkes. Sie ist auch eine uralte Überlieferung. Wir ziehen uns zurück. Okay, dann haben wir schon mal unseren neuen Quest bekommen. Frage mich ernstlich, ob an die Perle heranzukommen ist. Aber, lieber Freund, denken Sie doch bitte etwas fortschrittlicher. Alles, was uns von der Perle trennt, ist eine Wasserschicht, nicht wahr? Also... Worauf wollen Sie hinaus, Herr Professor? Erinnern Sie sich noch an die Raumanzüge, die ich entwickelt habe? Wer so etwas baut, bekommt doch wohl auch einen Taucheranzug hin, möchte ich meinen. Wollen Sie etwa aus Holz und Binsengewächsen fertigen, verehrtes Tor? Oh, denken Sie ihn. Und um unsere Absturzstelle liegt noch genügend Material umher. Dieser Schrott. Schrott mitnichten. Ein wenig Gerümpel mag zwar dabei sein, aber die Kleinteile sind von Wert. Kommen Sie mit 5 handlichen Trümmerstücken. Soll mir schon etwas Rechtes gelingen. Ja, gut, aber ich würde sagen, für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play die Reise ins All. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.